Wenn A, B und C die Maße der Winkel eines Dreiecks sind und klein a, klein b und klein c die Längen der gegenüberliegenden Seiten, beweise, dass c gleich ist zu a cos b plus b cos a. Um diese Formel zu beweisen, kann man drei Fälle unterscheiden. Im ersten Fall ist der Winkel a spitz, im zweiten Fall ist der Winkel a stumpf und im dritten Fall ist der Winkel a ein rechter Winkel. Schauen wir im ersten Fall und konstruieren wir die Höhe des Dreiecks ABC gegenüber dieser Seite C. Das heißt, wir konstruieren diese Höhe und somit zerlegen wir unser Dreieck ABC in zwei rechtwinklige Dreiecke BCH und ACH. Somit haben wir auch diese Strecke C in zwei Teilstrecken zerlegt, deren Längen wir C1 und C2 nennen, so dass klein c dasselbe ist wie C1 plus C2. In diesem rechtwinkligen Dreieck BCH gilt, diese Kathete C1 ist dasselbe wie die Hypotenuse a mal Cosinus des anliegenden Winkels b. Deshalb können wir C1 durch a cos b ersetzen. In diesem rechtwinkligen Dreieck ACH gilt, diese Kathetenlänge C2 ist dasselbe wie die Hypotenuse b mal Cosinus von dem anliegenden Winkel, also mal Cosinus von a. Deshalb können wir C2 durch b cos a ersetzen und somit haben wir schon die Formel im ersten Fall. Kommen wir zum zweiten Fall, wo wir wieder die Höhe des Dreiecks ABC gegenüber dieser Seite C konstruieren. So entstehen zwei Strecken, und zwar diese blaue Strecke mit Länge C1 und diese rote Strecke mit Länge C2. Und zwar so, dass die grüne Strecke C dasselbe ist wie die blaue Strecke C1 minus die rote Strecke C2. Hier haben wir auch zwei rechtwinklige Dreiecke. Einerseits haben wir das Dreieck BCH, das rechtwinklig in H ist, und andererseits haben wir das Dreieck ACH, das ebenfalls rechtwinklig in H ist. Also gilt C1, diese blaue Seite, das ist eine Kathete, ist gleich zu dieser Hypotenuse a mal Cosinus des anliegenden Winkels b, also können wir C1 ersetzen durch a cos b. Und in diesem Dreieck gilt die rote Kathete C2, das ist die Hypotenuse b mal Cosinus des anliegenden Winkels, also können wir C2 ersetzen durch b mal Cosinus von diesem roten Winkel. Und dieser rote Winkel, das ist der Winkel Pi minus der Winkel a. Aber der Cosinus von Pi minus a, das ist dasselbe wie minus Cosinus von a. Und dieses Minus hebt sich mit diesem Minus auf und somit erhalten wir auch die gefragte Formel im zweiten Fall. Jetzt noch der dritte Fall, das geht etwas einfacher. A ist hier ein rechter Winkel. Somit ist das Dreieck BCA ein rechtwinkliges Dreieck, in dem gilt, diese Kathete C ist gleich zur Hypotenuse a mal Cosinus des anliegenden Winkels b. Der Cosinus von diesem rechten Winkel ist 0. Also können wir hier zu diesem Produkt noch 0 addieren, und zwar in dieser Form, und somit haben wir auch die Formel in diesem Fall bewiesen. Alternativ dazu können wir auch diese Formel beweisen, indem wir in diesem Dreieck die Sinusregel anwenden. Unter anderem besagt die Sinusregel, dass a auf Sin a dasselbe ist wie c auf Sin c. Und daraus schließen wir, dass die Seite c dasselbe ist wie a Sin c auf Sin a. Nennen wir diese Gleichheit Gleichheit 1. A, b und c
sind die drei Innenwinkel eines Dreiecks. Also ist ihre Summe gleich zu Pi Radiant. Daraus schließen wir, dass C dasselbe ist wie Pi minus A plus B. Also ist der Sinus von C dasselbe wie Sinus von Pi minus A plus B. Aber der Sinus von Pi minus einen Winkel, das ist dasselbe wie der Sinus von diesem Winkel. Und hier dürfen wir die Additionsformel einsetzen. Sinus von A plus B, das ist Sin A cos B plus cos A Sin B. Also so. Und somit dürfen wir in dieser Gleichheit 1 durch diese Gleichheit 2 den Sinus von C ersetzen durch diese Summe. Dann machen wir das und somit erhalten wir diese Gleichheit. Diesen Bruch kann man zerlegen in Summe von zwei Brüchen. Und im ersten Bruch können wir durch Sin A kürzen und somit ergibt dieser erste Bruch A cos B. So haben wir den ersten Term schon mal gefunden. Jetzt müssen wir den zweiten Term noch so verwandeln, dass er gleich zu dem da wird. Das machen wir, indem wir wieder einen Teil der Sinusregel im Dreieck anwenden und dieses Mal A auf Sin A gleich B auf Sin B. Denn daraus können wir schließen, dass A Sin B auf Sin A B sein muss. Also können wir hier drin A Sin B auf Sin A durch B ersetzen. Und somit haben wir auch die Formel bewiesen, die gefragt wurde.